Ja, Leute, wir sind gerettet. Endlich haben wir Klopapier. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video zeige ich euch meine latest Pickups und es wird auf jeden Fall kein Klopapier sein. Ich habe ein paar coole Dinge mir besorgt. Los geht's. So Leute, es freut mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie schon beschrieben, ich habe mir ein paar Sachen gekauft und die gehen wir in diesem Video einfach mal durch. Unter anderem eine Sache dabei, die ich mir vorher niemals hätte vorstellen können zu kaufen, aber ich habe sie jetzt gekauft und ich denke, ich werde damit ganz glücklich. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ich habe noch ein Gewinnspiel am Ende des Videos. Ich werde auch was Cooles verlosen, sodass ihr die Möglichkeit habt, eine Kleinigkeit von mir zurückzubekommen, außer nur eure Zeit. Und dementsprechend fangen wir einfach an mit dem ersten Piece. So, fangen wir an mit den ersten Pieces. Und wer mir schon länger auf Instagram folgt, sieht immer, dass ich diese Cappies hier auf habe. Auch in meinen Videos habe ich die mal auf. Und die habe ich mir einmal in dunkelblau und in schwarz neu gekauft. Das sind 47 Caps von der Marke 47. Und das ist ein Youth Fit. Der Vorteil von diesem Youth Fit ist prinzipiell, die Cap sitzt nicht ganz so hoch. Also ihr habt im Prinzip eine flachere Cap und dadurch wirkt die sitzt sie nicht bis über die Ohren. Ich mag das nicht, wenn die so hoch sitzt. Und dementsprechend bin ich da mega happy mit. Falls ihr Bock habt auf so eine Cappy, ich kann sowas auch mal demnächst verlosen. Aber lasst mich das erstmal unten in den Kommentaren wissen, ob ihr da überhaupt Interesse daran habt. Ich würde dann einfach mal eine verlosen und euch eine besorgen. Und generell alle möglichen Links findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Falls es etwas nicht mehr gibt, ich muss gerade gucken, oder noch nicht gibt, weil da sind auch noch Teile bei, die noch nicht zur Verfügung stehen, aber da gehen wir gleich drauf ein. Ja, findet ihr alles weitere in der Infobox. Dementsprechend, ja, mein erstes Pickup auf jeden Fall, beziehungsweise die ersten Pickups sind diese zwei Standard-Caps. Sehr nice. Machen wir weiter mit Pickup Nummer 2. Und Pickup Nummer 2 ist eine Jeanshose. Keine normale Jeanshose und auch diese wird nicht jedem gefallen. Aber das ist die Mango Jeans, die ich in einem meiner letzten Videos auch vorgestellt habe, in meinen 10 Favorite Pieces der Woche. Ich suche da mal raus, was meinem Geschmack entspricht und dementsprechend. Das ist die Hose. Fit ist sehr, sehr nice. Ist straight cut. Hat jetzt keinen Skinny Fit oder so, aber hat für mich einen extrem guten Fit. Ich bin mega happy damit, die Quali ist gut, die hat kein Elastan drin, also die gibt nicht nach. So wie diese typischen Skinny-Hosen, die prinzipiell dann einfach sich so ein bisschen anpassen. Die nicht, die muss sitzen und in dem Fall, das tut sie bei mir auch ganz gut. Ich könnte sogar vielleicht noch 1-2 Kilo abspecken, dann würde sie noch besser sitzen, aber ich bin schon mega zufrieden damit und kann sie echt gut empfehlen, dementsprechend. Ja, auch den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Machen wir weiter mit dem Piece Nummer 3. Und das Piece Nummer 3 ist eine Cargo Pants. Und zwar eine Cargo Chino. Die habe ich mir bei Zara gekauft. Hat keinen Skinny, hat so einen Regular Fit. Hat hier einfach nur die Taschen an der Seite. Ansonsten ist es ein relativ Standard Chino. Aber ich finde, sie hat einen sehr, sehr coolen Fit, meiner Meinung nach. Nicht zu eng und nicht zu weit. Und dementsprechend eine dicke Empfehlung an dieser Hose. Preis-Leistung. In dem Fall wirklich top bei Zara, muss ich zugestehen, kann ich nichts Negatives zu sagen. Auf jeden Fall eine dicke Empfehlung raus, falls ihr sowas sucht. Auch der Link ist in der Videobeschreibung. So, kommen wir zum nächsten Piece. Und das nächste Piece ist ein Hoodie und das ist unser Forage Sample. Der eine oder andere, der mir auf, und zwar, ich habe jetzt angefangen zu streamen, auf Twitch folgt. Das könnt ihr sehr, sehr gerne machen. Mir auf Twitch folgen, ich werde da... Aktuell streame ich da noch so ein bisschen Gaming, aber ich werde da alle möglichen Themen, auch Mode, mal demnächst angehen und euch mit einbeziehen und dementsprechend habe ich da Bock drauf. Und ja, wer mir da folgt, der hatte das mit Sicherheit gesehen. Ich hatte ihn letztens an, habe das auch so ein bisschen erklärt. Und das wird unser neuer Oversized Hoodie. In dem Fall ist das jetzt hier für mich eine Nummer zu klein. Also ich zeige euch auch hier das, der Fit ist echt nice. Auch mir passt der Hoodie schon extrem gut. Hat eine wirklich schön dicke Kapuze. Wie ihr hier seht, hat noch diese Löcher mit drin, aber keine Bändel. Wir sind uns noch nicht ganz einig, ob wir hier noch ein Patch drauf machen. Aber ich kann euch sagen, der Hoodie wird extrem nice von der Qualität. Und deswegen habe ich den jetzt auch schon hier. Ich habe den schon mal gewaschen. Da muss man natürlich auch sicher gehen, dass alles Mögliche auch bei uns die Qualität sich auch hält und nicht nach dem ersten Waschen sich alles verzieht. Dementsprechend kann ich euch zusichern,
Der Hoodie, wenn ihr den, wenn der auf den Markt kommt, der wird extrem nice und da halten wir euch auf dem Laufenden. Wer das noch nicht macht, kann gerne Forage auf Instagram folgen. Da werdet ihr über die neuesten Infos immer up to date, seid ihr immer up to date, wenn solche Sachen gedroppt werden. Da kommt auch die passenden Sweatpants zu raus. Also eine sehr, sehr coole, lockere Style-Richtung auch mit drin in unseren neuen Sachen. Und dementsprechend, ja, unser neuer Hoodie, den wollte ich einfach mal in meine neuesten Pieces mit reinpacken, weil ich ihn aktuell auch einfach sehr viel trage und einfach ein neues Piece von mir ist. Den kann man leider, wie gesagt, noch nicht kaufen, aber es ist auf jeden Fall eine dicke Empfehlung, wenn der rauskommt. Glaubt mir, Preis-Leistung wird Bombe sein. Kommen wir zum nächsten Piece und wer mir auf, oder schon fast zum vorletzten Piece, und wer mir, wie gesagt, auf Instagram folgt, hat diese mega krass nice College Jacket gesehen. Die habe ich auch in meinen Frühling 2020 Jacken mit vorgestellt oder empfohlen. Und diese Jacke habe ich tatsächlich da. Und ich kann euch sagen, für mich wirklich mit die beste College Jacke, die aktuell gibt auf dem Markt. Weil die hat wirklich diesen College Jacken-Style, hat die cool diese Patches an der Seite. Hier so kleine Details oder hier an der Seite auch wieder Patches. Wirklich eine sehr, sehr coole Jacke von Gunn und ich bin mega happy, die jetzt im Frühling tragen zu können, jetzt für diese Übergangszeit und auch innen drin, wie die gemacht ist, wirklich eine sehr schöne Jacke. Hier nochmal so eine Tasche innen drin und wirklich, ich bin mega happy damit. Ich muss sagen, ich bin bei diesen Jacken nicht so allzu der große Fan, dass es so oversized sitzt, also die soll schon gut sitzen. Und dementsprechend habe ich auch ein Size Down genommen, also ich bin ja normalerweise der M-Typ und in dem Fall trage ich jetzt hier eine S sogar. Und wie ihr seht, also sie sitzt wirklich gut. Man kann sie natürlich zu diesem lässigen Street-Style-Look nicht ganz so gut tragen, aber für diese ganz normalen Casual-Looks ist das wirklich eine sehr, sehr coole Jacke. Und dementsprechend auch hier ist eine dicke Empfehlung ausgesprochen, falls ihr sowas sucht. Mega nice. So, und dann kommen wir schon zum letzten Piece. Und ich hätte niemals gedacht, und ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass ich mir diese Schuhe irgendwann mal kaufe. Aber die Kenner werden es direkt erkennen. Das sind einfache, schlichte, saubere, neue Air Force One in Low. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mir den Schuh hier kaufe. Ich werde ihn die Tage mal ein bisschen einrocken. Ich denke, es ist ein Schuh, der auf jeden Fall gerade den Style der Zeit auf jeden Fall widerspricht. Und auch ich lasse mich auch teilweise mal auf neue Dinge ein und muss mich nicht immer wehren. Dementsprechend gefällt er mir bei anderen sehr gut und ich kann mir den zu dem einen oder anderen Outfit auf jeden Fall gut vorstellen. Und ja, ich probiere das einfach mal aus. Warum nicht? Ich meine, sind immerhin 100 Euro, ist auf jeden Fall viel Geld. Aber ja, warum sollte man sich nicht mal irgendwie was trauen, was man im Vorfeld einfach mit Händen und Füßen abgewehrt hat. Und dementsprechend Air Force One ist jetzt auch bei mir angekommen. Natürlich Jahre zu spät, aber wie ihr seht, auch ich bin bereit, irgendwie neue Dinge auszuprobieren. Und jetzt kommen wir noch zum Gewinnspiel. Das hätte ich fast vergessen. So, und bei dem Gewinnspiel ist es so, dass ich meine Shoulder Bag von Sandro Paris aus Echtleder hier verlose. Alles, was ihr machen müsst, ist prinzipiell dem Kanal folgen und einen Kommentar dazu lassen, Hashtag Gewinnspiel. Das ist eigentlich das Einzige, was ihr machen müsst. Und wie gesagt, das war's auf jeden Fall. Lasst mir auf jeden Fall ein Abo da. Nicht nur fürs Gewinnspiel, sondern generell und ein Like. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag zu Hause. Peace out. Ciao.